Ich bin Dorothee Bienert und leite die Galerie im Körnerpark. Die Galerie im Körnerpark liegt in einem der schönsten Parks von Berlin. Ich bin Jolanda Kadumo-Lindfer und bin wissenschaftliche Volontärin im Fachbereich Kultur in Neukölln. Das Besondere an dieser Galerie ist zum einen die traumhafte Lage mit einem malerischen Ausblick in den Park und zum anderen dieser unglaubliche Bau, der so langgestreckt ist, dass er dazu einlädt, experimentell zu arbeiten. Wir zeigen hier nationale und internationale Künstler und Künstlerinnen, die ganz unterschiedliche Projekte realisieren. Bei uns bewerben sich vor allen Dingen Künstlerinnen und Künstler, die hier etwas Einzigartiges machen wollen, weil der Raum hier so besonders ist, durch seine Höhe, durch seine Länge. Wir haben hier sowohl Einzelprojekte von Künstlerinnen, die auf den Ort reagieren, als auch thematische Ausstellungen. Es sind Ausstellungen, die die Menschen zum Nachdenken herausfordern. Wir haben so Themen wie zum Beispiel Entwurzelung, die Folgen des Kolonialismus oder auch das Verhältnis von Mensch und Natur. Wir sehen Teile unseres Programmes auch in direkter Auseinandersetzung mit dem Park und deswegen nehmen wir auch solche Themen auf. In dieser Galerie haben wir vor allem auch öfter Kooperationen. Das bedeutet, dass auch nationale und auch internationale Kuratorinnen hier die Möglichkeit haben, mit auszustellen. Uns ist es sehr wichtig, Ausstellungen zu machen, die ganz viele Menschen interessieren. Deshalb machen wir auch ein umfangreiches Begleitprogramm. Wir haben Konzerte, Lesungen, Vorträge, Podiumsdiskussionen, die ganz unterschiedliche Gruppen ansprechen. Wir machen hier auch eine Vermittlungsarbeit, die findet im Kreativraum statt. Der befindet sich direkt neben der Galerie. Dort finden Workshops und andere Aktionen statt. Das Ganze wird konzipiert und koordiniert von unserer Kunstvermittlerin Birgit Binder. Hallo, mein Name ist Nina Prada und ich bin Künstlerin und Kuratorin. Ich habe die Galerie als Kuratorin und als Künstlerin erlebt als Ort der Vielfalt und des Austausches. Hier wird wirklich Zugänglichkeit gepflegt, Kunstvermittlung mitgedacht, Bildung, Gemeinschaft. Insofern verbinde ich auch mit diesem Ausstellungsraum einen Ort, wo das Unmögliche möglich wird.